Wer glaubt, dass Setups generell immer relativ lange dauern, der wird heute in diesem Video eines Besseren belehrt. Hi, ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute gibt's mein Januar-Setup für dich und das ist wahrscheinlich das kürzeste Setup, was es jemals gab. Denn ich habe eigentlich alles so auf eine kompakte Seite gequetscht mit Dutch Door. Wer das noch nicht kennt, der sollte unbedingt jetzt dranbleiben. Aber eins nach dem anderen. Zuerst einmal kümmern wir uns um die Deko und was würde sich im Januar besser eignen als Schneeflocken? Denn wir hoffen natürlich, also ich hoffe inständig, dass es noch Schnee gibt. Und das mache ich mit meinem typischen Schneeflockenstempel in ein paar verschiedenen Farbtönen. Ein schönes Journal Lettering darf natürlich auf der Coverpage niemals fehlen. Hello Januar und damit reicht es eigentlich auch schon. Ich gebe dann einfach unten hier noch das Kalendarium hin und schon ist die Coverpage ja auch so gut wie fertig. Kommen wir nun zur Monatsübersicht. Hier verwende ich mein bewährtes Prinzip, erstmal die Daten von unten nach oben schreiben und dann die Wochentage links daneben mit Kürzeln und damit ist das auch schon fertig. Auf der zweiten Seite, also auf der rechten Seite, trage ich ja gern meinen Tracker an. Hier habe ich also wieder die bekannten Themen. Maximal eine Tasse Kaffee, 8 Stunden Schlaf, Lesen, also etwas Lesen, so weiterbildungsmäßig, Sport, Meditation und neu eingeführt, kein Geld ausgeben. Das versuche ich jetzt mal. Und weiterhin neu dazugekommen ist dieser Mood-Tracker. Hier soll es tatsächlich mal darum gehen, die Stimmung zu tracken. Und dann trage ich quasi alle Tracking-Kategorien auf. Und hier kommt nämlich jetzt diese Übersicht mit diesen Strichen wieder zum Einsatz, damit man quasi ein bisschen die Unterscheidung sehen kann. Also immer jeden zweiten Tag quasi mit dem Brushpen angestrichen und dann entsteht hier dieses Dutch Door Design. Dafür schneidet man einfach die Seite ab und hat dann eben diese eine halbe Seite und damit die Kante etwas schöner aussieht, verziere ich die immer ganz gern mit so einem Washi-Tape. Das klebe ich also einmal um die Kante drumherum und dann ist das ganz schön abgeschlossen und sieht irgendwie auch ein bisschen netter aus. Dann folgt natürlich auf der anderen Seite, auf der linken Seite, das gleiche Prinzip mit der Unterteilung der einzelnen Linien. Das hat sich wirklich als praktisch erwiesen, wenn ihr einen älteren Brushpen habt, der vielleicht sowieso ein bisschen ausgefranst ist, dann eignet sich das immer ganz gut. Wem hier vielleicht schon aufgefallen ist, dass ich hier natürlich auch wieder diese Farbe genommen habe, die sehr gut zum Cover und zum Januar passt. Damit ist das alles relativ stimmig. Jetzt wird hier an dieser Stelle vielleicht auch klar, warum ich diese Dutch Door eingebaut habe. Ich schreibe mir nochmal das Kalendarium für diesen Monat hin, also die Daten und unterteile hier auch mit Strichen, wenn die Wochen quasi vorbei sind. Und das wird tatsächlich meine etwas größere Seite für One Line a Day. Das ist ja meine Reflexion. Ich mache das nicht nur als Dankbarkeit, sondern tatsächlich, was am Tage war. Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich das sonst ja immer direkt rechts neben dem Tracker auf der gleichen Seite hatte. Und das war mir einfach zu wenig Platz. Und mit diesem Dutch Door Prinzip, was ich jetzt hier habe, habe ich ja 1,5 Seiten Platz.
um auf der Zeile eben für den jeweiligen Tag etwas festzuhalten. Und deshalb fand ich die Kombination mit dieser Dutch Door an diesem Punkt sehr praktisch. Und das kann man natürlich für viele andere Sachen auch machen. Und dann folgt nach meinem Monatssetup kein Weekly in diesem Monat, weil das relativ übersichtlich im Monatssetup zugeht, sondern ich würde dann direkt mit dem Mittwoch, mit dem 1. Januar loslegen und da tatsächlich mein erstes Daily anlegen, 1. Januar. Dann kommt hier schon das erste To-Do rein, was mir sofort klar ist, denn am 1. Januar muss man natürlich ausschlafen. Das ist es also, das Januar-Setup, und ich bin richtig glücklich damit, dass ich diese Idee hatte mit diesem Dutch Door. Also das habe ich jetzt nicht erfunden, aber es ist ziemlich praktisch, das an dieser Stelle zu haben, denn vorher hatte ich immer nicht genug Platz für die One-Line-A-Day-Sachen, und so habe ich einfach ein bisschen Platz gewonnen und gleichzeitig habe ich hier meinen Tracker im Überblick. Es sind ein paar Sachen dazugekommen. Ich tracke ja jetzt auch meine Stimmung. Das ist also neu. Ich werde mal schauen, wie ich damit im Januar klarkomme und dann das übers Jahr eben fortführen oder eben nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ihm gerne einen Daumen nach oben da. Du kannst natürlich auch immer einen Daumen runter geben, falls es dir nicht gefallen hat. Abonniere unbedingt meinen Kanal, wenn du mehr Videos von mir sehen willst. Du kannst auch die Glocke aktivieren, dann wirst du immer auch benachrichtigt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir doch noch dieses Video von mir an. Oder du schaust aber dieses Video an. Und wenn dir sowieso alles gefällt von mir, dann lass doch einfach ein Abo da.